wenn es kalt ist. Ja. Gut, wir gehen jetzt in den Epheserbrief hinein. Letzten Sonntag haben wir eine, das ist die Ankündigung, genau. Letzten Sonntag haben wir schon den Überblick bekommen über den Epheserbrief, die Struktur und ein bisschen Hintergrund und so. Das hat Andreas gemacht, alles nachzuschauen auf unserem YouTube-Kanal. Und heute gehen wir jetzt rein in diesen Epheserbrief. Wir starten mit dem Kapitel 1 und jeden Sonntag, bis auf nächsten Sonntag, da haben wir den Tag der verfolgten Christen, aber danach jeden Sonntag ein Kapitel. Ich finde es total spannend. Ich habe das auch schon lange nicht mehr gemacht, so wirklich einfach ein Bibeltext Stück für Stück durchzugehen und darüber zu sprechen. Und ich möchte es so machen, dass ich das erste Kapitel im Zusammenhang lese. Und ihr seid auch, dürft auch mitlesen natürlich. Und dann einzeln Stück für Stück die Abschnitte mit euch durchzugehen. Und wenn wir das jetzt so durchlesen, lade ich euch ein, auch etwas zu machen. Wir stehen immer auf, wenn wir Gott anbeten. Aber wir haben hier auch das heilige Wort Gottes. Ja, das ist auch etwas, was uns den Respekt verdient. Das ist nicht einfach Menschenwort, sondern der Geist Gottes hat Menschen inspiriert und sie haben Dinge aufgeschrieben. Es ist nicht ein Brief, den der Paulus nur an die Epheser geschrieben hat, sondern es ist ein Brief Gottes an uns. Und Gott redet zu uns. Und ich lade euch ein, aufzustehen und mit mir zusammen diesen Text zu lesen. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus. In Klammern steht in Ephesus, sind, ja, weil es nicht nur den Ephesus betrifft, sondern es war ein Rundbrief an viele Gemeinden. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der die Anzahlung unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Ich bete darum, dass Gott,
der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle, er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Halleluja. Amen. Super. Gut, dass ihr mitgemacht habt. Wenn ihr an die Lobpreislieder denkt, die wir vorhin gesungen haben, vieles klingt hier mit an. Es ist ein so reicher Brief und es geht um den Reichtum, den wir in Christus haben. Deswegen ist der Untertitel nicht nur Epheser 1, sondern reich beschenkt durch Christus oder reich beschenkt. Ich möchte einfach Stück für Stück hier das mit euch durchgehen, die Verse 1 und 2. Paulus schreibt hier an die Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind, aber wie ich schon sagte, die nicht nur dort sind, sondern die überall sind. Wahrscheinlich war es ein Rundschreiben, wurde in vielen Gemeinden gelesen und wir lesen es auch heute. Es ist auch für uns ein Brief. Und wenn du den Kolosserbrief anschaust, dann merkst du, der ist so ähnlich wie der Epheserbrief. Ja, also da gibt es viele Parallelen. Und der Gruß, mit dem Paulus seine Briefe eröffnet, ist immer der gleiche. Gnade und Friede. Gnade und Friede. Und es ist so ein kleines Wortspiel, was Paulus hier macht. Das ist so ein kleiner Fun-Fact. Die Griechen haben sich mit einem ganz bestimmten Gruß begrüßt. Ich glaube, der heißt so Kere oder so ähnlich. Wolfgang oder Andreas, du weißt vielleicht Bescheid. Das heißt freudig. Ja? Und der Paulus hat es ein bisschen abgeändert und er sagt Charis. Nicht Keres oder so, sondern Charis. Gnade und Friede. Und Friede, ja, das ist hebräische Wort, kennt ihr alle, Shalom. Ja, das Griechische ist etwas anders. Aber hier sehen wir schon etwas, was zusammenkommt, was durch den Epheserbrief sich durchzieht. Das alte Volk Gottes hat sich mit Shalom begrüßt. Das neue Volk Gottes oder das begrüßt sich mit Shalom, mit Charis, mit Gnade. Das alte und das neue Volk Gottes kommt zusammen und bildet eine Einheit. Und es kommt hier schon, klingt schon ein bisschen an und zieht sich durch, ja, diese Einheit von Israel und den Nationen. Und dann, als er seinen Gruß geschrieben hat, fängt er schon an gleich mit Lobpreis. Und das ist der längste Satz, den Andreas erwähnt hat letzten Sonntag, vermutlich in der Antike. Die Verse 3 bis 14 sind ein langer Satz, deswegen habe ich ihn auch in Kursiv geschrieben. Wir unterteilen das in einzelne Sätze, das ist auch gut, dass wir es besser verstehen können, aber ursprünglich war es ein langer Satz und da gibt es einen Zusammenhang, den wir entdecken sollen. Und wenn man den Epheserbrief auch so durchliest, dann merkst du immer wieder, der Paulus ist so begeistert von dem, was er da erkennt und schreibt, dass er gar nicht anders kann, wie Gott anzubeten. Unglaublich, unglaublich. Und deswegen vermischt sich Lehre und Anbetung so in seinen Briefe sind ganz eng miteinander verwoben. Vers 3. Gepriesen sei Gott, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Das ist schon mal ein Hammersatz, oder?
Gepriesen sei Gott, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Also es ist nicht etwas, was erst jetzt kommt, sondern er hat uns schon gesegnet. Wir müssen es nur abrufen. Und wann immer Gott Segen spricht oder Gott segnet, dann passiert etwas. Dann kommt Leben hervor. Wenn ihr mal so anschaut, ja, wo überall in der Bibel Segen vorkommt, überall, wenn Gott Menschen segnet oder wenn Menschen einander segnen, ist es ein Ausdruck des Lebens Gottes. Und Gott liebt es, Menschen zu segnen. Er liebt es, Menschen mit seinem Leben zu berühren. Erwähnt hier ganz bewusst den geistlichen Segen. Pneumatikos im Griechischen, also der vom Geist gewirkte Segen. Also es gibt einen materiellen Segen und einen geistlichen Segen. Was ist denn der materielle Segen? Der ist uns wohl vertraut, oder? Gib mir mal ein paar Ideen. Auto. Okay, interessant, dass man damit anfängt. Ja, gut. Urlaub. Wohnung. Essen. Gesundheit. Heizung. Klamotten. Genau, Wohlstand, Finanzen. So viele Dinge, ne? Die warme Dusche und so. Also wir kennen das und wir sind so dankbar. Die meisten von uns, die können da auch die Verbindung herstellen. So, ja, das ist nicht selbstverständlich. Wir sind Gott dankbar für das, was wir an materiellen Segen haben. Und interessant ist, dass im Neuen Bund Jesus seinen Jüngern nie versprochen hat, dass sie immer materiellen Segen haben. Sonst macht es mit der verfolgten Kirche auch keinen Sinn. Diese Menschen, die versklavt sind, die misshandelt werden, die im Gefängnis schmoren, die mit dem Tode bedroht sind, die haben nicht materiellen Segen. Aber was sie haben, ist der geistliche Segen. Und das hat Jesus uns allen versprochen. Und es ist mir so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir auch nicht nur da hängen bleiben und sagen, ah, ich bin so dankbar für den materiellen Segen, dass ich gesund bin, dass ich ein Auto habe und all diese Dinge, sondern dass wir mehr verstehen, das kann alles weggenommen werden. Das kann mit einem Mal von dir weg sein. Du kannst krank werden, du kannst einen Unfall haben, dein Auto kann Schrott sein, deine Finanzen gehen den Bach runter. Aber was dir niemand mehr rauben kann, das ist der geistliche Segen. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Und da helft ihr mir ein bisschen. Und ich lade euch ein, jetzt zu dritt, zu viert zusammen zu gehen und drüber zu sprechen, was kann denn dieser geistliche Segen sein? Denkt mal drüber nach. Materieller Segen ist uns klar, aber was ist dieser geistliche Segen? Nehmen wir uns ein paar Minuten Zeit. Dreh dich zu deinem Nachbarn um bitte und tauscht euch drüber aus. 5 Minuten in etwa, was ist der geistliche Segen?
Okay, noch eine Minute und dann gehen wir wieder weiter. Okay. Vielen Dank für euer Mitmachen. Und jetzt werft mir doch einfach mal ein paar so Stichpunkte rein. Was habt ihr denn an geistlichen Segen entdeckt, gefunden? Was ist denn dieser geistliche Segen ganz konkret? Los. Hoffnung. Vergebung von Schuld. Glaube. Freude. Friede, Gerechtigkeit noch, dann haben wir die drei. Ewiges Leben, absolut. Friede, ja. Sein Wort. Die Kenntnis darüber, über den Wort. Sicherheit, in nicht so die natürliche Sicherheit, sondern in Christus, die Sicherheit in ihm. Schutz in der Anfechtung, ja. Weisheit, Freiheit und Einsicht. Nähe Gottes, Gegenwart. Verändertes Leben, ja. Geschwister. Geschwister, genau. Ja. Wenn wir darüber nachdenken, fallen uns viele dieser geistlichen Segnungen ein. Das sind die Segnungen in den himmlischen Welten, heißt es hier. Also wenn wir an den Himmel denken, ja, und wie dort das Leben ist und wie dort Jesus herrscht und was da alles los ist und die Atmosphäre und das, was da passiert, dann kriegen wir einen Vorgeschmack von dem, was damit gemeint ist. Und ihr habt schon einiges erwähnt. Und jetzt erwähnt der Paulus auch einige dieser geistlichen Segnungen. Denn es geht weiter. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung, Vers 4, der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Das sind schon zwei dieser Segnungen drin. Welche sind die? Das erste, erwählt und erfüllt von seiner Liebe. So krass, vor der Grundlegung der Erde, bevor die Welt geschaffen wurde, hat er dich schon im Kopf gehabt oder wo immer. Und er wollte dich, er hat dich erwählt. Es ist sowas Schönes, erwählt zu sein, oder? Und es ist schlecht, wenn man nicht erwählt ist in der Fußballmannschaft früher, ne? Das ist so ein Traumaerlebnis, was man früher hatte, so wenn man dann so bei den Großen mitspielen durfte in der Fußballmannschaft und du warst der Kleinste und dann haben sie gesagt, nee, du warst immer der Letzte, der dann halt noch so als Zubrot noch der schwächeren Mannschaft dann gegeben wurde. Aber wenn man erwählt ist, dann ist es ein Ausdruck von Wertschätzung und Liebe und Jesus hat dich erwählt. Und mich. Und wozu hat er uns denn erwählt? Ja, für die Beziehung mit ihm, aber auch zu einem heiligen Leben. Ich sag mal, zu einer anderen Art des Lebens. Was ob uns das bewusst ist, dass wir, die wir Jesus nachfolgen, dass sich unser Leben schon deutlich unterscheidet von dem Leben von bei den Menschen, die Jesus nicht kennen. Nicht äußerlich, ja. Wir haben vielleicht die gleichen Klamotten an und so weiter, wir machen vieles, ist klar. Aber innerlich, wir leben nach anderen Werten, nach anderen Maßstäben. Wir dienen einem anderen Gott und wir beten einen anderen Gott an. Wir haben unser Leben einem Gott gegeben, der Gott des Lebens. Und das unterscheidet uns. Und wenn da kein Unterschied ist, dann müssen wir uns fragen, stimmt irgendwas nicht? Denn dazu sind wir erwählt worden, zu einem heiligen Leben. Und zu einem untadeligen Leben. Und da
zückt es dann schon bei meinem zusammen. Ja, untadelig heißt ja fehlerlos. Das heißt, dürfen keine Fehler mehr passieren. Nein. Sondern das ist das Ziel, wo wir eines Tages hinkommen, dass wir auch wirklich unser Leben auch frei ist von all diesen Fehlerhaftigkeiten, die wir noch spüren, wo wir, solange wir auf dieser Erde sind. Aber unser Ziel ist, dass wir durch Christus, durch den Heiligen Geist, durch seine Kraft immer mehr verändert werden. Und dass die Fehler, die wir noch spüren, dass die Gott umgestaltet. Und solange wir sie aber noch haben, dann müssen wir uns nicht schämen und uns verurteilen, sondern wir halten die Gott hin und sagen, erlöse uns davon, Herr, befreie uns. Und dann auch ein Leben in Gottes Gegenwart. Das ist auch ein Geschenk, ja, erfüllt von seiner Liebe. Und dann geht es weiter im Vers 5. Wir sind bestimmt, seine Söhne und Töchter zu sein. Im Original Griechisch spricht der Paulus nur von den Söhnen, weil er auch immer wieder diesen Zusammenhang darstellt, dass die Söhne sind die Erben. Die bekommen das Erbe, und das, weil er oft das Erbe erwähnt, erwähnt er oft auch die Söhne. Aber das sind natürlich wir als Frauen, also die, die Frauen sind, mit eingeschlossen. Wir als Frauen, diejenigen, die Frauen sind. Und wir haben die ganzen Rechte, die Söhne in einem Haushalt haben. Und dann ist die Frage auch immer bei diesem Wort, wir gehen nicht in die Tiefe rein, bei dem Wort, wenn es heißt, ihr seid bestimmt, ja, prädestiniert, ja, wir sind bestimmt, da kann ich dann gar nicht anders. Wenn Gott mich erwählt hat, dann muss ich ja ihm gehören, wenn Gott mich nicht erwählt hat, dann bin ich außen vor, dann bin ich verloren. Mein Verständnis ganz kurz ist die, dass Gott wirklich jeden Menschen auf dieser Welt erwählt und bestimmt hat, sein Sohn zu sein, seine Tochter zu sein. Da gibt es niemanden, der ausgeschlossen ist. Das ist die Bestimmung für uns alle. Aber es ist doch unsere Entscheidung, ob wir das annehmen oder ablehnen. Auch der größte Verbrecher, ja, ist nicht dazu verdammt, in aller Ewigkeit von Gott getrennt zu sein, sondern er hat die Chance, auch Christus zu empfangen. Und mich bewegen diese Geschichten, auch der Nazi-Verbrecher, das wissen viele vielleicht gar nicht, die waren ja hier in Nürnberg inhaftiert, und da ist ein amerikanischer Gefängnisseelsorger von einem zu dem anderen hingegangen und hat ihnen das Evangelium erklärt. Sagt, auch du mit deinen großen Verbrechen, du kannst Gnade finden vor Gott. Und manche dieser großen Verbrecher haben sich bekehrt. Das ist sehr bewegend, diese Geschichten zu lesen. Da gibt es ein ganzes Buch darüber. Und einige haben es abgelehnt. Ich sage, damit will ich nichts zu tun haben. Aber die Gnade gilt auch diesen Menschen. Aber auch wenn wir bestimmt sind, heißt es nicht, dass wir uns dafür entscheiden. Aber jeder, das ist mein Verständnis, ist dazu erwählt und bestimmt, ein Kind Gottes zu sein. Dann gehen wir weiter in Vers 6. Und all das soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen. All diese wunderbaren Geschenke, die wir jetzt schon verstanden haben oder ausgesprochen haben, die sollen dazu beitragen, dass wir seine Gnade rühmen, weil Gnade heißt, es ist ein unverdientes Geschenk. All die Geschenke hast du dir nicht verdient, ganz ehrlich. Keiner von uns. Aber es ist Gnade, es ist Gnade. Und wisst ihr, wir müssen manchmal auch umdenken, immer wieder begegnen wir das in Gesprächen, so dass Leute sagen, ah, ich bin nicht würdig, das zu nehmen. All diese Geschenke, ich bin so ein schlechter Mensch, ich bin nicht würdig. Nein, du bist würdig. Gott hat dich erwählt und du bist würdig, all diese Geschenke zu empfangen und nicht eins auszulassen. Geschenke muss man ja immer annehmen. Oder es nützt nichts, das schönste Geschenk, so schön verpackt, und du weißt, wenn du es schüttelst, da ist was Kostbares drin. Wenn du es nicht annimmst, nützt es dir nichts. Und dann geht es weiter, Vers 7, die Liste der geistlichen Segnungen setzt sich fort. Wir sind erlöst durch sein Blut. Dieses Wort erlösen heißt wörtlich, wir sind aus dem Sklavenmarkt der Sünde rausgekauft worden. Jemand hat ein Lösegeld für dich bezahlt, damit du rauskommst, damit du nicht mehr versklavt bist. Wir haben es vorhin gesungen, wir sind keine Sklaven mehr. Die Herrschaft der Sünde ist gebrochen über unserem Leben. Jesus hat einen echt
teuren Preis bezahlt. Sein Leben, sein Blut hat er fließen lassen und hat uns rausgekauft aus diesem Sklavenmarkt der Sünde. Das finde ich ein schönes Bild, damit wir frei sind. Und nicht nur, dass wir frei sind, sondern dass wir ihm gehören. Denn er hat uns erkauft. Du gehörst nicht dir selber. Nochmal als Erinnerung, Reminder, sondern wir gehören ihm und wir leben für ihn und für seine Ehre. Er hat alle unsere Schuld und unsere Vergehungen vergeben. Am Kreuz hat er sie genommen, er hat sie auf sich genommen. Das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Als Christus am Kreuz hing, hat er die Schuld, die Verfehlungen einer ganzen Welt, der damaligen, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der ganzen Menschheit auf sich genommen. Das heißt, er wurde für uns zur Sünde. Er hat unsere Sünde auf sich genommen und er hat sie weggenommen. Und die Gnade ist, dass wir das erleben dürfen, dass wir diese Befreiung, diese Vergebung erleben dürfen. Und dann im Vers 9 beschreibt der Paulus ein großes Geheimnis. Oh, da werden wir zumindest hellhörig. Ja. Ein Geheimnis, das wollen wir schon immer wissen. Ein Geheimnis, ein Mysterion. Mysterio, genau. Was es bedeutet, ist, dass es etwas ist, was in der Vergangenheit verborgen war. Hat man nicht gesehen. Es war schon da, aber man hat es nicht gesehen. Und jetzt ist es plötzlich sichtbar geworden. Das Licht ging an und Paulus hat es sehen dürfen und andere haben es sehen dürfen und sie können gar nicht anders, als davon zu erzählen. Es ist kein Geheimnis, wo man sagt, sage ich nur dir, sag es niemand weiter, sondern das kann man überall rum erzählen. Und dieses Geheimnis kommt immer wieder vor im Epheserbrief, Kapitel 2 und 3. Und wir schauen uns hier jetzt in diesen Versen ein Bestandteil dieses Geheimnisses an. Da gibt es nämlich viele Bestandteile. Es ist ein Geheimnis mit mehreren Elementen. Und dieses Geheimnis, was jetzt hier sichtbar wird, ist ein Blick in die Zukunft. Da heißt es nämlich, dass unter Christus der Himmel und die Erde vereint werden. In Christus, Christus ist das Oberhaupt, der König, wird Himmel und Erde vereint werden. Jetzt erleben wir eine gewisse Trennung von Himmel und Erde. Also Himmel meine ich nicht das Blaue, was da oben ist, sondern Himmel ist der Ort, wo Gott regiert. Und hier auf dieser Erde erleben wir schon immer wieder den Himmel, der so reinbricht. Aber ganz ehrlich erleben wir noch eine große Trennung. Was erleben wir auf dieser Erde? Gewalt, Krieg, Hass, Krankheit, Tod. All diese Dinge, die es im Himmel nicht gibt. Aber hier schon. Und diese Trennung, die wird eines Tages überwunden. Und das ist die Perspektive, die Paulus uns geben möchte. Er sagt, freut euch darauf, auf diesen Tag. Im Himmel wird der Wille Gottes hundertprozentig getan. Da wird niemand sagen, nee, mache ich nicht. Wenn Gott sagt zu dem Engel, mach dies, macht er das. Hier auf dieser Erde schon. Es gibt so viel an Rebellion, so viel an Widerstand. Nee, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Und deswegen haben wir diese Folge davon, dass all diese Dinge wie Ungerechtigkeit, Götzendienst, Hass, Gewalt und so weiter sich ausbreiten konnte. Aber Jesus hat uns selber schon gesagt, betet darum, dass der Himmel auf diese Erde kommt. Wir sind jetzt in einer Zeit, so in einem Übergangszeit, wo wir drum beten, drum ringen und uns einsetzen, dass der Himmel auf Erden kommt. Aber wir wissen sehr wohl, dass es noch bruchstückhaft ist. Und gerade wenn du im Gefängnis sitzt oder wenn du leiden musst, so wie damals die Kirche, dann ist es so wichtig, diese Perspektive zu haben. Eines Tages, wenn Christus kommt, wird dieser böse Geist, der jetzt hier noch auf dieser Erde wirkt, Satan, der hier noch sein Werk tut, wird ein für alle Mal vernichtet werden. Und es wird vorbei sein. Interessant ist ja, dass der Mensch ursprünglich von Gott das Mandat bekommen hat, auf dieser Erde zu herrschen, diese Erde gut zu verwalten, unter seiner Herrschaft zu herrschen. Das war alles gut gedacht, ein wunderbarer Plan. Und wir Menschen haben es richtig verbockt. Und wir haben, indem wir Gottes Willen in den Sand gesteckt haben und es nicht getan haben, was er wollte, haben wir dem Werk des Teufels Raum gegeben und er hat die Herrschaft über diese Welt bekommen. Deswegen redet die Bibel davon, dass der Satan der Fürst dieser Welt ist. Er ist zwar besiegt, aber noch nicht endgültig beseitigt.
Mir gefällt dieses Bild sehr gut, dass als am 6. Juni 1944 die Alliierten an der Normandie gelandet sind, dann war es nur noch eine Frage der Zeit, bis Nazi-Deutschland besiegt ist. Das wusste jeder, oder die meisten. Aber es hat noch mal ein Jahr gedauert, bis es soweit war. Als Christus am Kreuz Satan besiegt hat, das war dieser D-Day. Ja? Aber dieser V-Day, dieser Victory Day, der steht noch aus. Und jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, haben wir damit zu tun. Und deswegen redet der Paulus auch im 6. Kapitel im Epheserbrief von dieser Auseinandersetzung mit den bösen geistlichen Mächten und Gewalten, mit denen wir zu tun haben. Aber wenn Christus wiederkommt, dann ist es nicht so, dass unsere Zukunft der Himmel ist. Das will ich hier auch mal klären. Unsere Zukunft ist nicht, dass wir alle im Himmel leben, sondern die Zukunft ist, dass der Himmel auf diese Erde kommt. Und dass wir mit Christus regieren und wieder das Mandat zurückbekommen, was wir verloren haben. Weil dann dieser First endgültig beseitigt ist, dieser V-Day ist dann da. Und wir regieren mit Christus auf dieser Erde, einer wunderschönen Erde. Und dann ist Himmel und Erde eins, nicht mehr getrennt, bis jetzt ist. Das ist ein Geheimnis, was Paulus hier lüftet. Und dann im Vers 11, außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Jetzt geht es wieder weiter mit der Aufzählung der Geschenke. Hey, wir sind Erben. Wir sind durch den Glauben, sagt er an anderer Stelle, Erben des Reiches Gottes geworden. Wir bekommen Anteil an all dem, was der Vater hat. Eine der bewegendsten Geschichten, finde ich, im Neuen Testament ist Lukas 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn, der zurückkommt, der alles verspielt, alles sein ganzes Erbe letztendlich verbrasst und dann abgebrannt zurückkommt und dann wieder vom Vater aufgenommen wird. Das ist super bewegend. Aber dann, interessanterweise, dann kommt noch dieser zweite Sohn ins Spiel, der immer der Brave war, der immer zu Hause war, der immer alles so richtig gemacht hat. Und der hat aber auch seinen Vater nicht verstanden. Und dann sagt der zweite Sohn, der beschwert sich bei seinem Vater, sagt, jetzt wo dein abgebrannter Sohn kommt, dann machst du eine Riesenparty. Und ich habe nicht mal ein Zicklein oder ein Schaf bekommen, dass ich mal eine Party machen kann. Und dann ist der Vater sehr traurig und sagt, mein Sohn, du hast nicht verstanden. Dann sagt er einen Satz und den finde ich so berührend. Er sagt, hast du nicht verstanden, dass was mein ist, ist dein? Alles, was mir gehört, ist doch dein. Es gehört dir. Du musst doch nicht kommen und sagen, darf ich mal ein Schaf haben, dass ich eine Party mache? Du darfst es dir nehmen. Es gehört doch dir. Und wir haben oft so eine Waisenkind-Mentalität, dass wir denken, ach, das darf ich nicht nehmen. Der Vater sagt auch zu dir, der Vater im Himmel, das, was mein ist, ist dein. Um das zu verstehen und zu erfassen, da merke ich, da braucht es noch einiges, auch für uns, dass wir das erfassen. Aber dann im Vers 12, wir gehen weiter, dass wir da noch durchkommen, heißt es, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Ich glaube, dass Gott es so gedacht hat, dass wir, die wir Jesus kennen, die wir jetzt seine Schätze entdecken und jetzt seine Schätze immer mehr in Anspruch nehmen, dass unser Leben so reich gesegnet ist, mit geistlichen Segnungen, nicht unbedingt mit materiellen Segnungen, aber mit diesen inneren Segnungen, dass die Menschen an uns sehen, du bist anders, da ist irgendwie eine andere Qualität von Leben da. Da ist eine Freude, da ist ein Friede, da ist so eine Liebe, die habe ich woanders nie gefunden. Und so, glaube ich, ist das Ziel Gottes. Wir sind ein Brief Christi. Unser Leben soll das Evangelium widerspiegeln. Das sollen die Menschen das sehen. Mich hat es so bewegt und das zeigt mir auch wieder, wie einfach Gott in seiner Gnade ist. Als ich diese Geschichte von diesem Pastor aus China, der 5-mal eingekerkert war, gelesen habe oder gehört habe. Der hat erzählt, er war einmal, ich glaube, das zweite oder dritte Mal, wo er inhaftiert wurde, haben sie gerade ganz viele Evangelisten trainiert, um das Evangelium zu verkünden. Und dann haben sie ihn eingebuchtet.
Und er war so frustriert und so traurig. Herr, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein. Jetzt, wo es gerade richtig abgeht, lande ich im Knast. Und ich weiß nicht, wann ich rauskomme. Und sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn brutal misshandelt. Und er lag am Boden und war richtig entmutigt. Und dann öffnet er sein Herz und es beschreibt es so ehrlich. Das hat mich so bewegt. Er sagt, ich war fertig, ich war hoffnungslos. Und plötzlich passiert etwas, dann kommt eine Freude in mein Leben rein. Und er hat gelacht. Er hat gesagt, ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Er war so voller Freude und fängt an. Und die denken sich, der ist durchgeknallt. Ja, der Typ, die Gefängniswärter. Aber im Laufe der Zeit haben sie gemerkt, das ist eine andere Qualität von Leben. Das ist kein normaler Verbrecher. Da ist Gott in diesem Menschen. Und wir können viele solche Geschichten erzählen. Und es ist Gottes Wunsch, dass wir dieses Erbe, diesen Reichtum einfach empfangen. Wenn du keine Freude hast, dann nimm sie dir. Du darfst sie nehmen, was meines ist dein. Nimm sie von ihm. Du darfst sie empfangen. Eine göttliche Freude, einen göttlichen Frieden. All das ist in der Schatzkiste für Gott, von Gott für uns aufbewahrt. Und dann geht es weiter. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das heißt, auch wieder ein Geschenk. Du bist versiegelt. Wenn du was versiegelst damals, dann war es ein Ausdruck des Eigentums. Eine Kiste, eine Schatzkiste, die das Siegel des Königs hatte, war klar, diese Kiste gehört dem König. Du bist Gottes Eigentum. Er hat dich erwählt und er hat dich versiegelt mit dem Heiligen Geist, den du empfangen hast. Und dann heißt es später, und das ist schon die Anzahlung auf das Erbe, das ist sozusagen das erste große Geschenk oder der erste große Anteil von diesem Erbe, was nochmal kommen wird. Die Erbmasse, sage ich mal, die riesige ist. Der Heilige Geist ist schon das Erste. Und das wichtigste Geschenk, glaube ich, was wir dadurch bekommen haben, ist, dass wir immer und ewig mit ihm verbunden sind. Nie wird es aufhören. Wir schauen uns diese Geschenkeliste nochmal kurz an. Wir sind erwählt, um ein heiliges, tadelloses Leben zu führen. Ein Leben voll von Gottes Gegenwart. Wir sind erfüllt mit seiner Liebe. Wir sind Söhne und Töchter und dadurch auch Erben. Wir sind freigekauft aus dem Sklavenmarkt der Sünde. Und wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und dann kommen wir in den Part, zweiten Part. Da schreibt Paulus, drum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben gehört habe, höre ich nicht auf, für euch zu beten und euch für euch zu danken. Also Paulus wird nach dieser Liste von Segnungen extrem dankbar. Und sein größter Wunsch ist, und es ist sein Gebet auch für uns, dass wir das besser erfassen, was es heißt. Was das, diese Geschenke für uns bedeuten, wie sich die in unserem Leben auswirken. Und deswegen betet er im Vers 17, schenk ihnen den Geist der Weisheit und Offenbarung. Ich glaube, das ist ein Gebet, was wir alle beten können und sollen. Herr, schenk uns mehr Einsicht, mehr Offenbarung, mehr Licht, damit wir Jesus immer mehr erkennen und damit wir ihn mehr erfahren können. Und dann geht es weiter. Herr, öffne ihnen die Augen, damit sie erkennen, welche Hoffnung sie haben. Und welches reiches und wunderbares Erbe sie bekommen haben und welche Kraft unter ihnen wirkt. Dieses Gebet brauchen wir auch. Wir sind oft so blind, wir sehen das nicht, welches Erbe, welchen Reichtum wir bekommen haben. Und vor allem auch, welche Kraft unter uns wirkt. Und das erläutert er dann, sagt, hör zu, jetzt kommt nochmal ein wichtiger Aspekt. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat und ihn befähigt hat, dass er zu Rechten des Vaters sitzen kann, die gleiche Kraft wirkt in dir, wenn du Jesus kennst. Wow. Da gibt es schon noch Luft nach oben, oder? Diese umgestaltende Kraft, diese Auferstehungskraft. Ja, wenn du ein Problem hast in deinem Leben, und du sagst, ah, damit kämpfe ich schon 20, 30, 40 Jahre und ich habe es immer noch nicht im Griff. Die Hoffnung
ist nicht nochmal eine Therapie und nicht nochmal irgendwie ein Tool oder so, sondern es ist die Auferstehungskraft Christi, die dir zur Verfügung steht, damit das sich verändern kann. Herr, schenk uns offene Augen, dass wir es verstehen. Und schenk uns diese Zuversicht, das zu erfassen. Das steht da drin, das ist das Wort Gottes. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die wirkt in den Gläubigen. Wir kommen zum Schluss. Und weil Christus von den Toten auferweckt worden ist, hat ihn Gott erhöht über alle Mächte und Gewalten. Und da führt uns Paulus nochmal Jesus vor Augen, aus einem ganz bestimmten Blickwinkel. Hier wird nicht das Lamm Gottes beschrieben, das für die Sünden geschlachtet wurde, so wie damals der Johannes der Täufer, als er Jesus das erste Mal begegnet ist, sagte nicht, wow, das ist der König, der Messias, sondern sagt das erste, siehe, das ist das Lamm Gottes, das für die Sünden der Welt geopfert wird oder was die Sünden der Welt wegnimmt. Aber hier wird etwas anderes beschrieben. Hier wird der Löwe beschrieben. Kinder, Aslan, König von Narnia, der Herrscher, der König, der über allem steht, der über alle Macht und Gewalten im Himmel und auf dieser Erde steht. Er hat alle Autorität bekommen. Und jetzt, wenn du logisch denkst, dann weißt du, wenn du mit Christus verbunden bist, dann hast du auch diese Autorität und Macht über alle geistlichen Mächte und Gewalten. Nicht nur ist der Teufel unter die Füße von Jesus getreten worden, sondern auch unter unsere Füße. Das wird man anders ausgeführt. Deswegen sagt auch der Paulus, ihr seid mit Christus in himmlische Orte versetzt worden, kommt dann später noch. Ja? Also natürlich sitzt du jetzt hier auf diesem Stuhl im Vaterhaus in der Dieselstraße, aber von der Position her, von unserem Verständnis her, sind wir mit Christus in himmlischen Welten und regieren da schon über die Gewalten und Mächte. Deswegen brauchen wir keine Angst vor Dämonen oder Sonstiges haben, die sind unter unseren Füßen. Wir müssen uns das wieder vor Augen halten. Dieser Jesus, der seinen Jüngern die Füße wäscht, den Dienst eines Sklaven getan hat, dieser Jesus, der alle Schmach auf sich genommen hat, gelitten hat, am Kreuz den Tod eines Verbrechers erlitten hat, diesen Jesus hat Gott über alles erhöht. Der Niedrigste wurde zum Höchsten, der Herrscher des ganzen Universums. Und er schließt damit das erste Kapitel, das sagt, er ist nicht nur der Herrscher des Universums, sondern er ist auch das Haupt, der Kopf der Gemeinde, des Leibes Christi. Also hier verwendet ihr ein anderes Bild, nämlich des Körpers. Ja? Er ist der Kopf von dem Körper. Und durch den Heiligen Geist lebt Christus in seiner ganzen Fülle in der Gemeinde, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Und das ist, was wir auch immer mehr entdecken wollen, immer mehr verstehen wollen. Wenn wir zusammenkommen, dann ist nicht nur ein schönes, nettes Gathering, so super schön, dass wir zusammen sind und Gottesdienst feiern, sondern wir dürfen mehr und mehr leben, wie Christus in seiner Fülle unter uns wohnt. Und da gibt es noch so viel zu entdecken, so viel an Schätzen, die wir miteinander entdecken dürfen. Und da wollen wir auch weiter uns auf den Weg machen, was an Kraft, an Heilung, an Befreiung, an Wiederherstellung, an Liebe und so weiter, was da noch alles für uns noch zu entdecken gilt. So, es war das erste Kapitel. Lass uns hier noch beten. Herr, wir danken dir für diesen großen Reichtum, den wir vor uns jetzt gesehen haben. Und mein Gebet ist auch, Herr, dass du uns wirklich die inneren Augen öffnest, dass du uns Offenbarung schenkst, was das jetzt für uns bedeutet und wie wir da drin leben können, dass wir nicht weggehen von hier und sagen, ach, das war nett und jetzt haben wir wieder ein paar neue Erkenntnisse, sondern wie drückt sich das aus in unserem Leben? Und ich danke dir, dass wir so reich beschenkt sind von dir, mit der Fülle des Lebens, mit der Fülle an Segen. Aller geistlicher Segen, jeder geistliche Segen in der Himmelswelt gehört uns. Und dafür danke ich dir von Herzen, Herr. Amen.